Moin Moin Leute, Eisgott hier. Heute spiele ich wieder Desert, wie ihr seht. Und zwar nicht irgendeine Desert-Mod, sondern die Mod Caribou. Die ist momentan noch im Test. Und ich habe es mir immer auf so einem Testserver gemütlich gemacht. Ich bin heute auch nicht alleine da. Ich spiele noch mit dem Telefon. Hallo, das bin ich. Ja, und wir haben ja auch schon so ein bisschen rumgewurschtelt auf dem Server. Das ist ein reiner Ego-Perspektiven-Server mit verschiedenen Skripts. Die werde ich alle unten auch nochmal in der Videobeschreibung auflisten. Oder nicht alle, aber die meisten. Ja, und wie gesagt, allein dadurch, dass es nur Ego ist, ist das eine ganz schön geile Erfahrung. Dann schauen wir doch mal rein. Connecten wir mal drauf. So, neues Bild, Dingsbums. Ist natürlich auch mit dabei. So zur kleinen Vorgeschichte zu unserer Situation. Wir waren auch noch mit dem Keks unterwegs und mit dem Ghost, aber die sind beide momentan nicht anwesend im Spiel. Und wir haben uns an einer Burg ausgelockt, am Mistle Hill. Und wollen jetzt mal gucken, dass wir da ein paar Spieler möglichst elegant entweder töten oder natürlich uns mit ihnen verbünden, denn hier ist noch keine eindeutige Bandit-friendly Hierarchie aufgebaut. So. Weil man dazu aber sagen muss, dass wir halt durch Informationen wissen, dass der momentane Standpunkt, wo wir uns halt aufhalten, also jetzt spawnen, werden auch schon zwei oder nur ein Spieler gerade am Looten ist. Ja. Wurde uns zwar gesagt, dass der friendly ist, aber man weiß ja nie. So ist es. So, ich mache mal meine Ingame-Sounds ein bisschen leiser, damit man dich auch hört. Ach ne, ich habe die ja separiert aufgenommen. So, ich habe hier ein MG36 und da oben ist die Burg. Das Telefon ist in der Burg. Ich sehe gleich schon in der Stadt 750 Meter entfernt, einem Survivor, der ist jetzt gerade rechts gelaufen. Ich weiß halt nicht, was unter mir in der Burg los ist. Kannst du mal im Direct-Chat nachfragen oder so? Habe ich schon gefragt, aber ich bekomme keine Antwort. Okay, gut. So, CZ550 habe ich auch noch bereit. Dann kann es gleich losgehen und dass wir mal gucken, was da abgeht. So, wie ihr seht, die Map. Genau, ich zeig mal kurz hier die Map. Das hier ist Caribou oder wie auch immer diese Insel heißen soll. Und die ist halt schon relativ klein und rein auf PvP ausgelegt. Wir befinden uns momentan hier am Mistle Hill. Und ja, dann wollen wir noch mal gucken, welche Stadt ist denn das da unten? Ich sehe hier gar keine auf der Map. Doch, wahrscheinlich Cozy Top Saw. Genau. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal, was da gleich so abgeht. Ne, die ist 1 Kilometer entfernt. Also von der Burg aus 750. Ich denke nicht. Da müssen wir andere Städte. Oder meinst du dieses kleine Bürogebäude da unten? Da unten sind nämlich auch Zombies. Okay. Genau, ja. Ja, das müsste dann Bridge Hall sein. Ach so, okay. Oder Brigade Hall. Halls. Ja, positiv. 695 Meter Entfernung. Ich komme auch mal in die Burg rein. Oh, Zombie. Husch, husch, geh weg. Ah, Zombies überall. Wie kommt man denn da rein? Da gibt's auf der Rückseite, da musst du reinspringen, du backst dann hoch, das ist Ach so, ein okay. bisschen. Na gut, dann trickse ich hier mal eben noch so ein bisschen die Zombies aus. Dann probiere ich da mal reinzukommen. Genatzt, ihr euren Zombies. Genatzt. Ja, da kannst du ruhig schreien. Was haben wir denn da alles? Nichts Besonderes. Ah, doch. Ein bisschen Munition für meinen Revolver. Naja, ich nenne ihn jetzt mal Ghost Informant. Er hat uns ja Okay. auch schon mitgeteilt, dass hier in der Nähe eine Crash-Site ist, Ja. wo sich halt auch, ja, schwere Waffen finden sollen. Also zwei Zumindest MGs, glaube ich. M249, ja, zwei LMGs. Was haben wir da noch? Lee Enfield Muni, brauche ich nicht.
Okay. Dann wechseln wir mal zur CZ-55. Gleich so, da bist du. Okay, hey. Black Ops Skin. So. Okay, wollen wir doch mal. Huch. Ne, warte. Da haben wir sie. Ich habe halt eben anstatt einer Mini-Waffe habe ich da jetzt meine CZ-550 reingetan. Das macht er ganz einfach, indem ihr eine Mini-Waffe. Die sind weiter rechts bei dem Gebäude. Bei dem anderen Hallengebäude, weiter rechts da unten. Siehst du sie? Ja. Okay. Ist ein Survivor mit Sturmgewehr, so wie das aussieht. M240. Auf jeden Fall MMG. Was macht eine Zombie da oben auf dem Dach? Ja, das frage ich mich momentan auch, weil da sind noch Zombies und das ist definitiv nicht mehr in seiner Reichweite. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Diese komische Sendestation da unten hat mir auch gerade so ein bisschen, was ist das? Gefühle gegeben, aber wir haben noch einen anderen Survivor, der hat einen Taliban-Skin, der ist auch weiter rechts unten und der hat eine Enfield, oder ne, eine M14. Aim. Hat ein Alice-Pack auf dem Rücken. Ist jetzt in dem rechteckigen Haus, in diesem geknickten Haus Ja, da reingegangen. dahinter läuft auch noch ein Survivor. Der läuft jetzt gerade den Wald hoch. Der hat sich gerade da Busch genau auf dem Eck, etwas weiter links davon positioniert, läuft jetzt, spottet da zum Haus rein. Oder Okay. beziehungsweise in das Haus rein. Sehe ich jetzt gerade rein gar nicht, aber Genau warte über ein mal. Eck praktisch, da sind diese Steine und da Ach, da meint der oben. ist. Genau. Unten? Nö. Das warst du jetzt, du hast dich bewegt, oder? Genau, ja. Okay. Gut. Denn man kann ja nie paranoid genug sein bei der Set. Wobei wir So. auch ganz schön auf dem Präsentierteller stehen, muss ich sagen. Ja. Alles für die Kids. Die Map an sich hat so den Namalsk Flair. Also man muss jetzt nicht alle 2 Minuten sich ein Heatpack an eine Backe kleben, aber es ist halt schon mehr so ein bisschen sibirisch angehaucht. Es gibt auch eine Story zu der Map, die kann ich später auch mal noch separat irgendwie in einem Video nachreichen, dass ich die einmal so schön durchlese. Mach ich einen auf Storyteller. Und dann kicken wir doch mal hier. Also, ich würde beinahe mal behaupten, die Spieler sind hier auf dem Weg zu der Burg. Aber kann momentan noch keine Bewegung erkennen oder so. Your channel was edited. Mein Channel wurde editiert. Unser Channel wurde editiert. Oder so. Nein, er hat gesagt, your channel. So. Ne, also ich kann momentan keine Bewegungen ausmachen. Nein, ich auch nicht. Okay, wollen wir hier oben noch ein bisschen warten oder wollen wir uns die ganze Gegend noch ein bisschen angucken? Ich würde sagen, willst du erstmal deine M24 haben? Ach so, wo hast denn du die? Hier habe ich gerade Also, in M24 der hat ja Hand. auch nur 5 Schuss, nicht? Dann lege ich die hier mal ab. Ja, Warte genau. mal. Mein Ping ist wieder zu hoch, ich werde gleich gekickt. Meine Schwester ist wieder im Netz. Nein! Oh mein Gott. Und selbst damit habe ich ja auch noch weniger Schuss. Ne, da behalte ich lieber meine CZ. Mit 2 Schüssen kann ich nicht viel anfangen.
So, ich schau mal schnell, was ich hier mit P kann man ja jetzt nachgucken, was. Oh, ist das süß. Was man hier für ein Ping hat. 785 war mein letzter gemessener Ping, also eigentlich müsste ich gleich runterfliegen. Dann versuche ich aber noch ein bisschen aus der Burg rauszugehen, okay? Hörst du mich noch? Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Hörst du mich noch? Okay. Jetzt Ja, hören wir uns anscheinend wieder beide, okay. Kleine technische also unten. Probleme. Ja, oben auf dem Ah, Dach. Survivor auf dem Dach. Entfernung 700 Meter. Schauen wir doch mal. Moment, 6, ich stelle auch 7. ein, falls. Bereit? Ja, Moment. Weil er Ich sitzt gerade wär so so schön. weit, ich wär so weit. Alles klar, dann Schusserlaubnis. Mal Ach, sagen, komm, oder? hör auf dich zu bewegen. Ah, knapp daneben. Oh Mann. Stirb. Ah, gibt's doch nicht. Immer so knapp vorm Also Kopf. ich habe keine Munition mehr. Ja. Okay. Scheiß Rumgewackel. So. Ja, der zittert aber auch ganz schön, ne? Das kann Ja, echt. nicht? Das ist echt schlimm. Der macht Willst wahrscheinlich du mir jetzt einen mal. Combat Lock. Ne, da ist er Oder wieder. du. Und Wollen er wir mal so rennt. machen? Und er Ich renne da mal rennt. runter. Ja, Moment, Moment. Der Typ heizt gerade ganz schön. Wenn ich das jetzt. Ah! Naja, egal. Der ist uns entkommen. Kann man nichts machen. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an diesen Temperaturen hier. Habe ich das Gefühl. Dass man mehr Das hat doch ein zittert. bisschen das damit zu tun. Genau. Ah, ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ich behalte ja auch noch so ein bisschen die Umgebung im Blickfeld, nicht, dass uns dann da doch noch gleich von der Seite was anspringt. Ohne Witz, ey, diese ganzen Fruchtfliegen, ich brauche bald kein Essen mehr. Was ich da alles einatme an Fruchtfliegen, das ist schon nicht mehr feierlich. So, ich nehme kurz die Questzeit mit, dann werde ich da mal hingehen. Der hat aber Combat Lock gemacht, oder? Nee, Den? Der ist noch der da, ist ne? in das Gebäude runtergerannt, ja. Oh, das Dann gibt's werde doch ich mal nicht. Das hoffen. war echt schlimm mit diesem Zittern. Selbst mit Luft anhalten. Ja, hier liegen echt zwei MGs, aber leider ohne Munition. Also die Burg hier ist auf jeden Fall eine schöne strategische Position. Kann man nicht anders sagen. So, und Wenn unser man dann halt Freund nicht am zieht da Zittern ist. unten auf jeden Fall noch die Zombie-Aggro. Also er ist auf jeden Fall noch da. Und ich habe echt das Gefühl, als ob mich hier gleich irgendwas wegsnipert. Ja, wir haben ja auch genug Krach gemacht, ne? Das ist es nämlich. So, ich bin jetzt in dem kleinen Waldstück davor. Bin auf Höhe des Industriehangars. Okay. Hab momentan noch keinerlei Einblick auf dich. Aber naja. Zombies sind aber immer noch da, aber die könntest du ja jetzt auch gespawnt haben. Ja, das könnte sein. Ich werde gleich mal als erstes die Baracke absehen Ja, und mach das. danach in das größere Haus da reingehen. Was mir so ein bisschen Wenn. Muffe macht, ist, dass hier unten auf größere Entfernung Zombies gespawnt sind. Aber ich kann ansonsten keinerlei weitere Bewegung sehen. Und wenn, dann müsste ich die Schritte ja auch hören, wenn er hochkommt. Von daher passt das. Dürftest mich jetzt hinten am Hangar sehen? Positiv, da bist du, ja. Jawohl. So, 700 Meter sind eingestellt.
Gebäude sieht soweit frei aus. Ich habe keinerlei Sichtkontakt zu, also keinerlei Feindkontakt. Ich gehe jetzt in die Burg. Okay, warte mal, Quatsch. warte mal. Wir haben geaggroete Zombies. Die laufen von rechts auf die Baracke zu. Kontakt auf Gilliman. Gilliman? Oh, Gilliman. Gilliman, den hatten wir vorhin aber nicht. Ah, der Gilliman, der ist aber direkt bei dir drinne. Gib ihm! Jaha, Zwei du hast Leute Johannes getötet. gekillt. Zwei? Ich habe bisher nur eine Nachricht. Jetzt kommt der zweite. Noch nicht. Hier drinnen steht sogar ein Hui. Wie kommt der da rein? Jetzt müsste der zweite tot sein. Ist Der ist immer immer noch noch. nicht tot. Was ist los bei euch? Wir töten. Seid ihr immer noch bei der Burg? Ja, Der ich bin eine oben geht nicht drauf. tot. Ich weiß nicht, ob das ein Hacker ist oder so. Er ist immer noch nicht tot. Ich mache, wie gesagt, Dauerfeuer drauf. Man hört's auch so ein bisschen. Also, keine Er Ahnung. geht echt nicht tot. Der steht hier mit der M24. Er Ich habe steht jetzt einen Mac schon auf ihn im geschossen. Stehen, im Stehen. Der Dann ist er wackelt auch, bereits also die Hits. eine Leiche. Ach so. Weil normalerweise gibt's ja auch den Bug, dass die Leichen dann einfach rumstehen. Also es kann sein, dass er einfach nur schon eine Leiche ist. Nein, er bewegt sich ja mit seiner M24. Okay. Stellen Sie mir nur die Frage, wieso er dich nicht anschießt. Er hat die ganze Zeit hin und her geguckt, aber was mich auch wundert ist, dass der Gilliman eine MK-Sniper dabei hat noch. Es kam keine Todesmeldung, immer noch nicht, ne? Nee, nee, immer noch nicht. Nur Johannes. Denn ein Gilliman in der Tür, den du umgebracht hast. Oder so. Irgendwo da. Vielleicht wäre es interessant für dich, wenn ich. Oh, der hat eine L85 A2 LRR im Rucksack. Eine Lapino? Wie heißt die Waffe noch gleich? Ach so, nee, jetzt verwechsel ich die Waffen gerade. Hörp, also L85. Genau, und eine MK12 Sniper noch dabei. Ich werde dir die Magazine mal mitnehmen. Ich kann auch einfach runterkommen. Und bring dir Black Ops, also Clothing mit. Oh, cool. Den anderen weiß ich nicht, müssen wir am besten mal den Server-Admin melden. Wie gesagt, zwei bis drei Magazine. Der hat Ja, sich immer noch okay, bewegt. aber wenn er sich bewegt, ist es ja relativ egal. Also, solange er nicht auf dich zurückschießt und davon irgendwie einen Vorteil zieht, ist das doch relativ. Was mich nur wundert, ist halt, dass hier in der Halle ein Hui steht. Quatsch, ein Little Bird und ein MG-Truck. Ich guck mal in beides. Okay. Ja, vielleicht kannst du mit dem Truck hochfahren, wenn der in relativ gutem Zustand ist. Hier hat sich gerade irgendwo eine Tür geöffnet. Hier klettert irgendwo wer. Ich kann nichts sehen, aber das könnten auch Zombies sein. Ja, das hört sich verdächtig an. Verdächtig nach Zombies oder verdächtig nach Tod? Moment, ich. Nach Zombies momentan. Nein, tot. Oben, nächstes Geschoss ist einer noch drinne. Könnte das Rosi gewesen sein, den du gekillt hast? Nein, ich habe ihn auch noch nicht gekillt. Nee, aber ich meine der Typ unten. Ich habe einen getötet. Snafu. Safu, genau. Okay. Ich werde mal den Wagen safen, also versuchen zu safen jetzt noch schnell. Das Jo. ist relativ schwer, also der. Oh, der hat sogar noch einen Reifen dabei. Das ist jetzt ja natürlich perfekt, würde ich mal sagen. Jo, klingt gut. Wenn ich nur wüsste, wie der jetzt den Reifen da dran bekommen könnte. Wird Brauchst hier eine leider nichts Toolbox für. angezeigt. Toolbox müsste ich haben. Oh, hatte. Ja, okay, der Gilliman hat keine Toolbox. Kannst du den Gilliman looten, der da einfach so blöd rumsteht?
Für mich ist es wirklich ein Bug. Ja, der Gilliman, den konnte ich töten. Es war aber noch einer hier mit einer Sniper. Ganz komisches Equip hatte der an und konnte ich, wie gesagt, hitten auf der Stelle. Der ist einfach nicht umgekippt. Also ich habe mehrere interessante Sachen im Wagen drinne. Der Wagen hat sich erledigt, wenn wir keine Toolbox finden. Ich hab eine. Schade. Okay, dann könntest du ja mal runterkommen, weil wir haben Ja, hier mach echt ich. ein paar gute Sachen. Rafi, kommst du auch? Ja, warte. Alles klar. So, okay. Dann haben wir also jetzt auch noch den Ghost mit dabei. Willkommen in der Aufnahme. Boah, diese schräge Burg, ey, die fickt mein Gehirn gerade total bei diesem Runtergehen, ey. Da kommt mein armes kleines Gehirn gerade voll nicht drauf klar. So, ich bin auf dem Weg. Jawohl. Ich bin ja sehr erstaunt über die L115 A2 LRR. Das ist ja diese Sniper. Ja, und jetzt habe ich eben jemandem noch die Tour versaut. Hab den Marker eben auf der Map entfernt. Ja, ich liebe diese Funktion mit entfernen. I marked it. Okay. Klapp weg. Man ist ja ein Okay. kleines Arschloch. Also was ich echt nur loben kann hier bei dem Server ist auf jeden Fall diese Atmosphäre durch die First Person. Die man halt, da hat man halt auch nicht diesen fiesen Third-Person-Vorteil, dass du einfach über Mauern und so gucken kannst, sondern du hast nie die Gewissheit, ob irgendwo ein Spieler ist. Oder nicht. Und allein auch dieses So. ganze Gras, das ist so geil. Burg ist soweit clear hier. Ja, Burg sind wir runter. Ich bin auf dem Weg unten nach Brigade Halls. Ich habe gerade was Neues herausgefunden und zwar, Warte, man das kann ist sich. bei Ah, hier. 4140. Also ich wollte gerade erzählen, ich habe gerade was Neues herausgefunden und zwar kann man sich, wenn man ein Bandit ist, kein Blut mehr selber geben. Oh. Da ich diese zwei Kills gerade gemacht habe, bin ich jetzt wohl Bandit. Oh, okay. Und kann mir halt kein Blut mehr geben. Finde ich aber auch eine schöne Lösung. Ja, vollkommen logisch auch. Klingt sehr interessant hier, dieser Turm. Oh, da ist eine Crash-Site da ganz hinten noch, ne? Ja, das könnte aber auch wieder so ein Pipeline Tower sein. Wo die ihr Erdgas abbrennen. Ja, liebe Kinder, macht das zu Hause bitte nicht nach. Erdgas abbrennen ist nicht gut für die Umwelt. Und Fruchtfliegen fressen erspart einem ganz viel Essen. Irgendwas muss hier in meinem Zimmer echt verreckt sein. Früchte. Ganz miesen Dinger. Die bösartigsten Lebewesen, die es gibt. Ich komme einfach in das Haus. Scheiß drauf. Welches Haus? Das Ach ja, ich dicke sehe den Gebäude. Wagen. Ja, da steht ein Little Bird, wie gesagt, drinne. Und Den ein lass. MG-Jeep Oh, getarnt. Tarnnetz. Ja, den Jeep, den sehe ich. Ich renne da direkt drauf zu. Der Little Bird dürfte Heyo. auch. Kommt denn der Bird da rein? Liegst du da oben? Ne, das du blutest Nee, das da. ist noch eine Leiche. Die Achso. andere Leiche von Gilliman ist einfach verschwunden. Plopp weg. Aber wir haben ja aber dann wieder ganz viel Kundschaft an Zombies. Boah, ja. Und Hier sagen, kannst du vor mir mal in meinem Rucksack Rum. gucken und mir dabei ein Blutbag geben. Ja. Oh, willst du angeben mit deinem Czech-Backpack, hä? Was denn Das mit? habe ich gerade gefunden. Also Oh, das ich heißt, dein kann Anma ist frei. hier. Ich kann hier kein Bloodbag drin finden in deinem Rucksack. Kann doch nie wahr sein. Dann habe ich jetzt welche reingetan. Ach, hier ist sogar eine Wenn, ja. Baracke. Aber wenn du willst, kannst du dir sogar die Sniper nehmen. Welche DL? Warte mal Lol, eben. der backt hier voll rum in der Wand, ey. Gift Blood Transfusion. Ja, wird langsam knapp, weil hinter uns ein Zombie kommt.
Transfusion in progress, remain still. Oh oh. Okay. Pass auf, pass auf. Er schlägt mich. Dann müsstest du mir auch gleich auch mal eine geben. Alles klar. Schnapp ich mir mal eben die andere Waffe. Ich wechsle mal eben zur CZ. Danke. Hier kann man nur noch Repair Vehicle machen. Soll ich das einfach machen? Ach, die hat gar jetzt keine Waffe, die Lapur. Keine Muni. Achso, das wusste ich nicht. Ich dachte jetzt, das ist die DMR-Munition. Nee, irgendwie nicht. Oh, ich bin gerade wieder stark am Bluten. Wir sind zu zweit durch die Tür gegangen. Oh ja, warte, ich bandagiere dich. Achso, jetzt habe ich schon am Gang. Ach, kann ich nicht. Du bist der Typ da unten. Ja, ach, da ist noch ein Eingang. Ich wundere mich, wie kommt denn der da jetzt rein? Kloppt auf mich ein hier. Ich würde sagen, wir machen den Jeep schnell klar. Und dann muss mich eben halten, weil der hat mir richtig gegeben jetzt. Ich muss mir eben ein Paket geben. Okay, währenddessen gehe ich mal ganz kurz Baracke untersuchen. Ja. Ich schau mal in den Industrial Buildings weiter außen, ob da irgendwo was ist. Aber das Kuriose war ja halt, der lag, also der saß die ganze Zeit zwischen Auto und Heli und ihr habt ja die Schüsse mitbekommen. Durchaus. Dann wirklich, wirklich gezielte Schüsse auf den Kopf und er fiel nicht. Also entweder war das wirklich ein abnormaler Server-Lag. Wir haben eine Windschutzscheibe hier noch in dem Gebäude und 20 Liter Jerrycans. Wir haben hier noch eine Bison SD. Dieser Zombies entledigen. Außerdem pulle ich euch dann die Agro weg. Ach man, ich kann mir kein Blutpaket geben, weil ich im Dings bin, im Combat. Wahrscheinlich ist hier generell kein Self-Bloodbagging. Aber das sind ganz schön viele Zombies, wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hier, der eine ist aggro auf mich, hier in der Halle drin. Ich werde den nicht los, ey. Auch keine Mund für meine Glock 17. Auf jeden Fall, die MK12 Sniper sieht echt interessant aus, muss ich schon sagen, auch vom Scope her. Echt. Hat die nicht die Standard Mildots? Nee. Oh, man kann sogar noch die Garage elektrisch betätigen, das ist ja mal sehr fein. Ach, der Strom geht auch noch. Ja, so wie es aussieht. Hast du die Zombies weggemacht? Nein. Oh, jetzt nicht. Geht's, ja, ich kann schon wieder. Alles klar. So, schau mir mal hinten die Military Tents an. Auto habe ich repariert, den Reifen. Alles klar. Super duper. Hört sich aber nicht so gesund an. Wahrscheinlich, weil der Heli da neben ist. Weiß nicht, wie lange wir hier jetzt noch verweilen sollen, ehrlich gesagt, weil ich halt das böse Gefühl habe, dass, wie gesagt, es waren drei Leute, die ich mehr oder weniger offiziell getötet habe. Aha. Gehackt. Bis die halt wieder da sind, ne? Das ist halt so eine Frage, ne? Ja. Ja, ich schaue gerade hinten noch in den einen, Oha, Blood Tents was fresh and clean. Was? Ja, Blutpakete leuchtet sein, habe ich voll vergessen, ne? Brauchst du Antibiotics? Nee, das war gut. Uah. Wie viel Platz hat. Achso, 6 hat. Meine hat auch 6. Okay, hier hinten haben wir eine Kiste mit Medical Supplies drin, ne? Ja, vor allen Dingen könnt ihr euch auch von mir aus an dem LKW bedienen, da. Auch noch. Wow, wow! Der ist geschossen. Ja, der steht außen an den Medical Tents. Außen an den Medical Tents. Ist jetzt drin und lootet meine Leiche. Der will meinen Sniper haben. Okay, Raffi, du pass auf, die eine Tür ist nur offen, mehr nicht. Okay.